Auf diesem Boden, Leute, ist bereits Blut geflossen. Hier haben eure tapferen Kameraden die Russen in die Flucht geschlagen. Trotzdem droht euch in dieser Zone eine ungeheure Gefahr. Der nichtswürdige Gegner hat hier überall Bordelle mit geschlechtlich angestecktem Personal zurückgelassen, um der österreichischen Armee durch diesen Trick große Verluste zuzufügen. Ich warne euch hiermit vor dem Besuch solcher Lokalitäten. Ich selbst werde mich persönlich in diesen Häusern davon überzeugen, ob mein Befehl befolgt wird. Jeder, den ich erwische, kommt vors Feldgericht. Man kann es aushalten. Ja? Es gibt hier Huren wie die Engel. Die Welt, ich hab mir die Glücksfee gebracht. Aber die gnädigen Fräuleins vielleicht einen Gusto auf einen kleinen Likör? Wir sind doch nur zwei. Für drei Herren? Ist das Fräulein Ella frei? Ich glaube, die hat gerade Kundschaft. Saustall, Hauptmann! Ich suche Sie in dem ganzen Nest und Sie amüsieren sich mit Damen. Typisch für die Schlamperei unserer KOK-Verbündeten. Wollen Herr Oberst nicht Platz nehmen? Ich denke nicht daran. Ich verlange, dass Sie auf der Stelle das Gymnasium räumen lassen. Da habe ich soeben mit meinem Bataillon Quartier bezogen. Das ist mir wurscht, mein Herr! Ich befehlige Reserveeinheiten einer deutschen Division und soll laut Anweisung des Stabes meine Mannschaft im Gymnasium einquartieren. Ich werde sofort bei der Division zurückfragen, Herr Oberst. Du kommst am besten gleich mit. Ich werde selber ein paar Wörtchen mit Ihrem Divisionär reden. Ich übernehme euch beide, ihr Satzern. Die blauen Akten hierher. Richtig, die blauen. Befehl vom Unterschlüssel in zwei Tagen hier eiserne Rationen für die Gruppe zu fassen. Und Sie sind dafür verantwortlich. Ah, ja. Immer ich. Herr, eiserne Rationen. Was ist das? Nun, eiserne Rationen, das sind Reservekonserven, die was der Soldat immer bei sich herumschleppen muss, aber er darf sie nicht auffressen. Hexenser ist tot. Was, nicht auffressen? Na, das kann ich nicht. Sofort alles packen. Das Bataillon verlässt die Stadt um 6 Uhr abends und rückt auf Turnover vor. Alle Bataillonsoffiziere sofort zu mir. Alles einpacken! So ändert sich im Krieg die Situation jeden Augenblick. Wo ist Hartmann Turm? Der ist in die Stadt gefahren. Sie werden ihn bestimmt ohne Schwierigkeiten finden. Er stoßt ja ohnehin ständig zusammen. Herr Oberleutnant, darf ich gehorsamst um einen schriftlichen Befehl bitten, eben weil wir immer zusammenstoßen und das miteinander haben? Herr Oberleutnant, ich werde ihn ganz bestimmt finden. Er ist ganz bestimmt im Bordell. Weil dort ist der Aufenthalt für Mannschaftspersonen verboten, deswegen wird er dort herumsitzen, um zu sehen, ob jemand von uns vors Kriegsgericht gehört. Wie er uns das immer androht. Komm,
komm, trink doch ein Gläschen, mein Häschen. Und du auch, meine Süße. Du bist ja so spendabel, Bubi. Womit soll ich denn das bezahlen? Ja, das werde ich dir schon noch sagen. Ja, da sitzt man schön durch den lichten Maienraum. Hoppla, hoppla, nicht so stürmisch. Ja, das war ein Sturmangriff mit Hurra. Pardon wird hier nicht gegeben. Kleiner Soldat, hast Glück, dass ich noch frei bin. Einen Wein so alt wie die Welt müsst das sein. Und wünsch mir ein Flügelpaar zu reisen. Das bleib doch hier, Kleiner, da drüben hast du nichts verloren. Mein Herr, das ist für Offiziere, für Mannschaft. Ist da, verschwind. Verzeihen Sie, Madame, ich suche einen Herrn Leutnant. Ich habe dazu den Befehl. Bei uns ist kein Herr Leutnant zu Gast. Madame, flüstern Sie mich nicht so frech an, sonst kriegen Sie von mir eins über die Kuschen. Bei uns in der Plattnergasse in Prag, da war auch eine Madame, die hat auch immer so frech geflüstert und die hat man so geschlagen, dass sie ohnmächtig geworden ist. Und wie sie im Spital wieder zu sich gekommen ist, hat sie nicht einmal mehr gewusst, wie sie heißt. Hat der Arzt gesagt, wie heißen Sie, Madame? Und sie sagt, ich weiß nicht, irgendwas mit Sch. Und wie ist Ihr Name, Madame? Ich verbiete es Ihnen zum Donnerwetter, verschwinden Sie! Hilfe! Ich brauche aber den Leutnant, weil ohne den Leutnant kann das Regiment nicht an die Front gehen, Kruzilese. Wer ist für Offiziere, für Mannschaft ist da drüben. Lassen Sie mich aus. Lassen Sie doch das Vergnügen. Bist du hier, kommen wir dran. Oh. Da kommt einer. Bitte weitermachen, Herr Hauptmann, ich habe nichts gesehen. Besetzt! Ein. Meine gehorsamste Leutnant, ich habe hier einen Befehl, wonach sich Herr Leutnant sofort anziehen soll und sofort in unsere Kaserne im Gymnasium kommen soll. Es findet dort nämlich eine sehr wichtige militärische Beratung statt. Was ist das? Eine Entschuldigung? Ja. Bei uns gelten keine Entschuldigungen. Wir sind im Krieg, nicht in der Schule. Ach, lass uns den Herrn Leutnant doch ausschlafen. Sie sehen, es ist ihm nicht gut. Es ist höchster Brigadebefehl. Alle Offiziere müssen sich sofort anziehen. Hat man dich also im Bordell erwischt, Schweg? Komm näher, du Ochse. Gebe dir ein paar Ohrfeigen. Wir brechen nämlich heute auf. Und jetzt wird gerade eingeteilt, welche Kompanie die Vorhut und welche die Nachhut sein soll. Und ich glaube, dass Herr Leutnant da auch ein bisschen was mitzureden haben. Wo sind wir? Sie, Herr Leutnant, sind im Bordell. Ja? Gottes Wege sind verschlungen. Geh, komm, trink noch was. Gib mir noch Bussel. Du kriegst Krankheits über die Kuschen wegen Verhinderung vom militärischen Gehorsam. Herr Leutnant, hopp! So, jetzt. So. Bitte. Na, du bist mir aber ein Luderschlaus. Na, komm schon. Er ist nämlich bezahlt. Ich weiß, du auch, aber... Weißt du, wenn das Vaterland jetzt nicht rufen möchte, aber ich verspreche dir, beim Rückzug schaue ich bei dir herein. Das Bataillon rückt feldmarschmäßig um 6 Uhr Abend aus und bezieht die Linie. Turowa. Wolska. Bischkowitz. Starasol. Schambor.
Die Vorpatrouille marschiert eine halbe Stunde früher ab. Flankenschutz nach Norden und Süden, 3 Kilometer Distanz. Ihre Ansicht ist völlig richtig, meine Herren. Ich bin betont. Sie erinnern mich an meinen Assenvorstand. Lebe hoch! Hoch! Meine Gas auf der Oberleutnant! Das ist Marschweg und finden Sie für Leutnant einen Platz, wo er sich ausschlafen kann. Zu Befehl, Herr Oberleutnant! Was habe ich gemacht? Nur gar nichts Besonderes. Herr Leutnant war in einem öffentlichen Haus, aber das ist ja nichts Besonderes. Was habe ich dort angestellt? Auch nichts Besonderes. Herr Leutnant, Sie mit einem nackerten Weib im Bett gelegen, aber das kann ja jedem passieren, nicht wahr? So, Vorsicht. Und jetzt wünsche ich eine angenehme Ruhe. Bischen!
Schauen Sie mal nach, was Leutnant Zug macht. Du mich an wie ein Kalb das neue Tor. Mülligas ist der Leutnant. Soll ich wirklich sagen, warum ich so glotz? Was erlaubst du dir? Wie sprichst du mit mir? Wie stehst du überhaupt da? Mülligas ist der Leutnant, dass ich schlecht dastehe. Ich habe nämlich vergessen, die Hacken zusammenzunehmen, aber ich werde das gleich machen. Ich kenne dich längst von deiner schlechten Seite. Halunke! Vorwärts! Wir haben in einem Gutshof Quartier gemacht, Herr Oberleutnant. Der erste und zweite Zug übernachtet in einer Scheune, der dritte und vierte auf dem Heuboden. Die Pferde haben Platz im Stall und über dem Stall kann ich die Mannschaft vom Tross unterbringen. Danke. Jeder Zug steht zweimal Postendienst. Die Einteilung übernehme ich. Wecken 4:30 Uhr. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Selbst der Rotsack vor dem Rot, hinter uns aus der Mond. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Juppalia, Juppala, Gott wird nie nicht schon da. Juppalia, Juppala, Gott ist immer da. Befehl von der Brigade! Befehl von der Brigade! Hochleiter Mülligosam, Befehl von der Brigade! Helle, noch ein Marschbefehl für die 11. Kompanie! Der Marschroute wird nach Feldstein abgeändert. Wir lassen Sambor links liegen. Reiten Sie zur Brigade zurück und schicken Sie einen Sanitätswagen. Leutnant Tupp vom ersten Zug fantasiert und muss sofort ins Lazarett. Dann lassen Sie sich zu essen geben. Kommen Sie mit! Sie bereiten mit Schwegquartier in Feldstein. Dass Sie sich zur Einwohnerschaft anständig betragen. Rechter Fuß,
Jawohl, Oberleutnant, ja. Melde gehorsam. Ich habe aber heute in der Nacht einen schlimmen Traum gehabt. Geben Sie rum mit Ihren dummen Reden, Schweig. Schauen Sie sich lieber mit Feldwebel. War nicht die Karte an. Bitte. Von hier wenden Sie sich rechts zum Flüsschen und gehen links bis zum nächsten Dorf. Wo der erste Bach von rechts mündet, gehen Sie den Feldweg hinauf, genau nach Norden. So können Sie sich nicht verirren. Werden Sie sich das merken? Na ja, da schaut's aber schon. Das schaut schon ganz anders aus wie bei uns in Prag. Ja. Bei uns ist die Heuernte schon vorüber. In Kralup, da fangen wir immer als Erste an. Also hier werden die Bauern nächstes Jahr eine sehr gute Ernte haben. Naja, es ist ja für ein Feld sehr gut, wenn ein ganzes Regiment drauf verwest. Da braucht man sich wenigstens kein Knochenmehl zu kaufen, nicht? Ja. Weil sich die Achtzehner dort geschlagen haben. Hopp, hopp, hopp. Vorwärts hier, Achtzehner, scheut nicht die Gefahren, denn die Löhnung wird euch jetzt schon nachgefahren. Hopp, hopp, hopp! Tral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 a! Weg! Wir müssen nach rechts gehen, das ist auf Kreuzwegen so üblich. Nein, ich gehe nach links, der Oberleutnant hat gesagt, wir können uns hier nicht verirren. Seien Sie nicht verrückt, Schweig, gerade hier müssen wir, wie ich es sag, nach rechts gehen. Na schön, bitte, gehen Sie rechts, ich gehe links. Wir werden sehen, wer früher in Feldstein ist, nicht? Wer früher dort ist, kann dem anderen eine Ansichtskarte schreiben. Herr Feldwebel, aber wenn Ihnen was passieren sollte, schießen Sie in die Luft, dann werde ich sofort einen Flankenangriff machen. Jetzt schau dir das an. Er hat eine österreichische Uniform gestohlen und schon halb angezogen. Dafür wird er gehängt. Ja, wieso? Ich hab doch nur... Halt die Schnauze! Hier genau die Uniform, die er bei seiner Flucht anhatte. Haben wir dich erwischt, Bürschchen. Dafür wird er erschossen. Was, erschossen auch noch? Großer Gott! Halt's Maul! Wir bringen dich schon dorthin, wohin du gehörst. Und jetzt pack deine Sachen zusammen. Wieści?
сукин сын, все меня занимал. Ну, подожди, брат. Ich trage noch ein bisschen was. Na? Transport gejagt. Plenig. Железная дорога. Потепетеч. Их мэри горсамст. Пиэсту. Швейк Йозеф. Кубик. Ну? Also, den Regen mit. Was hat das für eine Nummer, oder? Meldegrosamt 91. 91? Mittel? Jawohl. Hat den Standort irgendwann im Kaukasus und seine Ersatzabteilung liegt in Tiflis. Erschockst du was? Was auf jeden Fall so. Also ich. Ich bin hier der Herr und wenn ich etwas sage hier, hat alles zu zittern und sich zu vergriechen. Jetzt geht mal drüber. Ja, einmal kurz Zeit, damit du siehst, was für eine Disziplin bei uns herrscht. Hans Löffler! Hier, komm her. Nimm eine Pfeffer. Gib dir Pfeffer! Steckst du dir ins Maul? So. Und jetzt kriegst du mir auf allen Vieren. Und diese Achterjahr, bloß auf und nieder. Na, geh mal, geh mal. So, das ist gut. Du sollst Fehlerin, Fehlerin. So, ja, was hat denn der Gefühl, dass du abholst? Du hast mit der Schirm. Da komm her, genug. Und auf. So, pfeffern Sie mal. Macht mir ein schönes Mantel. Und jetzt machen wir eins, zwei, drei. Holla, Lotia! Holla, Lotia! Ja, brav, ist er brav. So, was ist er? Damit wir mal zusammenkommen, ich übergebe dir den gesamten Transport, aber du haftest mir dafür, dass keiner mitgreift, sonst lasse ich dir das schießen, verstehst? Hast du? Zunächst ein kleines Büchlein und hier einen Bleistift. Mhm. Und da schreibst du mir den Namen sämtlicher Gefangener innerhalb der nächsten 5 Minuten fett und rennt und selber mich auf. So, das ist das Schmied. Schau, das verduft. Gib mal. Na! Name. Du? Babelei Michele. Babelei Michele. Babelei Michele. Michele. Und du? Hey! Beimura. Hallo, Ali. Hallo, Ali. Da haben sie bei uns schon schönere Namen. Du? Jindari Kamanalje. Was? Jindari Kamanalje. Jindrasapum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 p
Das ist so. Und du? Mulalei Abdrachmanow. Ja, das Mulalei ist das. Na ja, das Abdrachmanow Mulalei. Und du? Talahari Tscheretze. Hä? Talahari Tscheretze. Ist dein Name. Tscheretze. Verstehe das nicht. Warum heißt hier nicht Stepanek, Matoschek oder Svoboda? Kfrasta. Was ist in Tscheche? Melde grasamster Major, ich bin in unsere eigene Gefangenschaft geraten. Sie haben sich verkleidet? Russische Uniform anzogen? Ich bin sehr froh, dass Herr Major sich gleich in meine Situation hineingelebt haben. Oder soll ich es noch einmal deutlich erklären? Geh, sofort festnehmen. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich mit meinem Scharfblick diesen Vogel sofort entdeckt habe. Man wird die Verhaftung sofort im Garnisonskommando zur weiteren Amtshandlung melden müssen. Unsinn. Der Mann wird auf der Hauptwache verhört. Und dann gleich hinter der Abwache aufgehängt. Na, sicher wird er gehängt werden, aber nach der Kriegsgerichtsordnung. Wer diesen Überläufer Spion auf eigenes Risiko hängen lassen? Ich kann mir das erlauben, weil ich allerhöchste Beziehungen habe. Aber dazu haben Sie doch kein Recht, Herr Major. Er kann nur auf Urteil des Kriegsgerichts gehängt werden. Er wird ohne Urteil aufgehängt. Das ist eigentlich sowieso kupft wie gesprungen. Die Sache erinnert mich an eine Geschichte, die was im Restaurant Nazavadil gespielt hat mit einem gewissen Hutmacher Waschak. Der hat immer so Radau gemacht und eines Tages haben wir uns gefragt, was soll man machen? Soll man ihn hinausschmeißen, gleich wenn er bei der Tür hereinkommt oder erst wenn er eine Zeche gemacht hat? No, was glaubt's, was ist passiert? Der Lump ist überhaupt nicht gekommen. Was sagt ihr jetzt? Damit es nicht zu langweilig wird. In eine Schweineschweinerei bin ich da durch meine Unvorsichtigkeit hineingeraten. Ich war beim 28. Regiment und bin dann gleich zur russischen Armee übergegangen. Da lasse ich mich so auf einer Vorpatrouille so dumm fangen. Also mir kommt vor, als hätten wir uns schon irgendwo gesehen. Ich war bei der 6. Division in Kiew. Bei welchem russischen Regiment hast denn du gedient, Kamerad? Also ich habe sie ohne Zweifel in Kiew gesehen. Ja? Ja. Ich kenne sogar ihre Bekannten. Da war doch so ein Dicker und ein Magerer immer um sie herum. Ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen haben und von was für einem Regiment sie waren. Da müssen Sie sich gar nichts draus machen. Das passiert oft, dass man sich die Namen von diesen ganzen dicken und mageren Leuten nicht merkt. Aber von den mageren Leuten, da merkt man sich die Namen noch weniger, weil es ja viel mehr Magere auf der ganzen Welt gibt. Also, Kamerad, du glaubst mir nicht. Dabei erwartet uns doch das gleiche Schicksal. Das ist gut so. Dazu sind wir Soldaten. Dazu haben uns unsere Mütter geboren, dass wir uns zu Nuren zerhacken lassen. Weil wir tun das für unseren Kaiser und sein Haus. Unsere Knochen, die werden nicht umsonst faulen. Ich will hier raus! Das ist ohne Zweifel mein alter Kamerad aus Kiew. Gesinde, meine Gnädigste, bin entzückt. Ich will Sie furchtbar gern auf ein Schalal Kaffee einladen, aber leider, ich bin im Dienst. Aber gehen Sie, Herr General, bei dem schönen Wetter? Das ist wirklich jammerschade. Aber ich muss zum Standgericht einen aufhängen lassen. Das ist ja schrecklich. Aber auch nicht. Kann sogar manchmal sehr komisch sein. Außerdem habe ich
einen geübten Menschen zum Hängen. Der hat schon eine größere Praxis. Ein Feldwebel, der betreibt das sozusagen als Sport. Ganz bittchen auf, Herr General. Nein, nein, also da muss ich Ihnen noch etwas erzählen. Unlängst habe ich einen Lehrer zum Hängen verurteilt. Und zwar auf den nächsten Baum. Jetzt stellt ihr die Komik der Situation vor. Weit und breit, kein Baum, nichts als Gras. Den ganzen Tag war der Feldwebel mit einer Eskorte und dem Lehrer unterwegs. Am Abend sind unverrichteter Dinge wieder zurückgekommen. Und am nächsten Morgen meldet mir der Feldwebel ganz bleich, der Lehrer ist verschwunden. Also, das habe ich so lächerlich gefunden, dass ich sogar noch den Witz gemacht habe. Wahrscheinlich ist der Lehrer jetzt gegangen, sich selber einen Baum suchen. Also, die Szene ist, dass wir uns hier wirklich nicht langweilen. Lass mich jetzt verabschieden, bis der nächste war reizend. Auf Wiedersehen. Das war wirklich. Sie haben seine Majestät den Kaiser verraten. Jesus Maria, wann soll das passiert sein? Ich seine Majestät den Kaiser verraten, wo ich für ihn so viel gelitten habe? Lassen Sie die Dummheit. Verzeihen, Herr Major, aber es wäre mehr wie eine Dummheit, wenn man seiner Majestät den Kaiser verraten möchte. Wir haben doch den Dreieid geschworen. Und ich habe diesen Dreieid bis zum Letzten brav und auch bieder gehalten. Sie wollen also nicht gestehen. Wir haben hier doch die Beweise hier Ihrer Schuld. Sie haben doch selbst zugegeben, dass Sie als österreichischer Soldat freiwillig die russische Uniform angezogen haben. Haben Sie dazu doch irgendetwas gezwungen? Melde Gehorsamst, Herr Major, ich habe es vollkommen ohne Zwang gemacht. Ganz freiwillig? Freiwillig. Ohne Druck? Ja, ohne Druck. Wissen Sie, dass Sie verloren sind? Ja, ich weiß, ich bin verloren gegangen, Herr Major. Und ich bin fest überzeugt, dass mich die beim 91. Regiment schon suchen werden. Aber, führt Ihren Mann hinaus. Wir haben das Geständnis des Angeklagten und die Zeugenaussage, dass er in Kiew gewesen ist. Ich glaube, wir können das Urteil verkünden und sofort vollstrecken lassen. Ich stelle den Antrag, eine Anfrage an die Brigade zu richten, um die Identität des Angeklagten festzustellen. Ja, aber das kostet doch Zeit. Dadurch wird das rasche Verfahren und die eigentliche Bedeutung des Standgerichts illusorisch. Ich wiederhole meinen Antrag, dass zunächst festgestellt werden sollte, ob der Angeklagte tatsächlich zum 91. Regiment gehörte und wann und wo er zu den Russen übergegangen ist. Moment, Herr, meine. Also bitte, hängen wird er auf jeden Fall. Es soll ihm deswegen schon jetzt die geistliche Tröstung gewährt werden, damit sich die Vollstreckung dann nicht unnötig hinausschiebt. Meine Herren. Mein Sohn, ich bin Feldkurat Martinez. Sehr erfreut. Josef Schweig, Ordonnanz der 11. Marschkompanie. Bitte, setzen Sie sich und erzählen Sie mir, warum Sie da sind. Ihnen gebührt doch eigentlich Offiziersarrest, weil die Decken sind voller Leise, aber ich hab schon sehr gut abgesucht. Bitte Platz zu nehmen. No? Ich bin wegen des geistlichen Trostes gekommen. Kommt's eine Zigarette? Ich rauche und trinke nicht, lieber Sohn. No, das ist aber lustig. Also einen Feldkuraten, der was nicht raucht und was nicht trinkt, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wo sind Sie denn her? Aus Jitschin.
Je, aus Jitschin, da kennen Sie vielleicht eine gewisse Rosa Gandes. Die war in der Plattnergasse in einer Weinstube vor einem Jahr angestellt und hat eines Tages 18 Männer auf Vaterschaft geklagt, weil sie Zwillinge bekommen hat. Und wo sie ist? Sie sitzen da wie abgestochen. Man sieht ihnen an, dass sie zum ersten Mal in einem Gefängnis sind. Wollt ihr schlucken? Knien wir zusammen nieder, mein Sohn. Der geistliche Trost... Ich weiß nicht, was Sie fort mit dem geistlichen Trost haben. Ich fühle mich nicht kräftig genug, um Ihnen einen solchen spenden zu können. Ich habe nicht die Beredsamkeit, um Ihnen ein Trost sein zu... Kommen Sie. Ich habe nämlich schon einmal mit dem Trost etwas versucht, aber es ist schlecht ausgegangen. Ich werde es Ihnen erzählen. Passen Sie auf. Wie ich in der Opatowitzer Gasse gewohnt habe, da habe ich einen Freund gehabt, einen gewissen Fausti. Und der Fausti, der war Portier in einem Hotel. Und eines Nachts ist er bei mir erschienen, hat eine Flasche mit Rum herausgezogen, hat sie auf einen Sitz ausgetrunken und hat zu mir gesagt, lieber Freund, ich habe eine Bitte, schmeiß mich aus dem Fenster hinaus. Mein Leben hat keinen Sinn, aber ich möchte den letzten Trost, dass mir ein guter Kamerad den letzten Dienst erwiesen hat. Nur was soll man machen, nicht? Ich hab gesagt, Fausti, kraxel auf dem Fenster hinauf. No, er ist aufs Fenster hinaufgekraxelt, so. Und mit einem Schwung habe ich ihn hinuntergeschmissen. Aber es ist ihm genauso wenig passiert wie Ihnen, weil in seinem Rausch hat er vergessen, dass ich ebenerdig war. Ja, mein Sohn. Aufmachen! Sofort aufmachen! Was ist denn hier passiert? Rosa, wir fahren nach Lodz. Rosa, wir fahren nach Lodz. Der Hinburg, der ist schon dort, der Hötzendorf, der kommt sofort. Rosa, wir fahren nach Lodz. Rosa, wir fahren nach Lodz. So viel, tanz doch lieber. Ich habe das Gefühl, dass der Herr General heute zu allem Möglichen fähig ist und ich muss für eine eventuelle Insubordination unzurechnungsfähig sein. Der Mann ist wahnsinnig geworden. Wahnsinnig? Das kann eine lustige Hinrichtung werden. Der Satan hat mich zu Boden geschmettert. Was ist? Er ist ein Satansbraten. Ihr Saubande! Gebt mir den Schlüssel oder ich zeige euch an! Mit dem Gehorsam, Herr Major, dass ich gezwungen bin, hinter Ihnen abzusperren. Wenn Sie herausgehen wollen, klopfen Sie bitte an die Tür. Ich werde eine Wache stellen. Ja, du Pavian, glaubst du denn, dass ich mich vor dem Arrestanten fürchte? Himmelkreuz, Donnerwetter! Er sperrt mich halt auch ein und macht, dass ihr wegkommt! Adam. Wo ist hier der eingesperrte Mann?
Mölligosamst, Herr Major, das bin ich. Richtig. Weißt du überhaupt, du Kerl, dass ich mich deinetwegen besoffen habe? Das ist sehr lieb, Herr Major, dass Sie, Herr Major, so mich annehmen. Aber wenn Herr Major einmal ein Hunderl brauchen, ich verschaffe Ihnen eins. Ganz umsonst. Wenn morgen kein Telegramm kommt, dass du bist, dann wirst du gehackt. Herr Major, Sie werden leise kriegen. Ein Telegramm, Herr Major. Holen Sie die Gefangenen. Zu Befehl, Herr Major. Na, rein. Telegramm von der Brigade. Na und? Infanterist Josef Schweg. Ordonnanz der 11. Marschkompanie des Infanterieregimentes 91 ist bei Feldstein als Quartiermacher verloren gegangen. Infanterist Schweg ist unverzüglich zum Brigadekommando in Vojalica in Marsch zu setzen. Das ist dein Werk. Aber ich werde ihn doch aufhängen lassen. Aber dieses Feldstein ist ja 50 Kilometer von der Front entfernt. Das habe ich von meiner Gutmütigkeit. Ich hätte ihn gestern aufknüpfen sollen. Rein mit dem Kerl! Wie sind Sie zu dieser Uniform gekommen? Ja, das ist ja das, was ich fort erklären möchte. Ja, warum haben Sie das nicht getan? Ja, weil man mich nicht zu Wort kommen lässt. Immer wenn ich es erklären will, sagt man mir, gestehen Sie, dass Sie die Uniform freiwillig angezogen haben. Naja, freiwillig habe ich sie angezogen, nicht wahr? Der Mann ist ein vollkommener Idiot. Ja, manchmal kommt mir wirklich vor, wie wenn ich ein bisschen schwachsinnig wäre. Am Abend fällt es mir besonders bei. Sag doch endlich das Maul, Rindfisch. Lassen Sie den Mann zu seinem Regiment zurückbringen. Sollen die ihn dort aufhängen? Raus! Der ist ja wirklich freiwillig. Man kann mir doch kein Vorwurf machen, dass ein Mensch ein Freiwillig. Herr Major, bitte. Wenn nur schon Frieden wäre. Wenn schon Krieg ist, dann soll es ein ordentlicher Krieg sein. Und außerdem kann unserem Bataillon überhaupt nichts passieren, denn selbst wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden, da sind die Dokumente über unsere Siege. Wir wollen nicht vom Frieden reden, bis wir nicht in Petersburg sind. Zahlen Sie doch nicht aus, wenn schon ein Weltkrieg gibt, immer nur hinter den Grenzen herumzustecken. Ja. Und dazwischen haben wir 1 Million Russen. Und denen hilft die ganze Welt. Ich denke schon, dass mich die Kugeln verschonen werden. Nur der Hunger wird mich noch umbringen. Mein Schwiegervater hat mir ja immer gesagt, dass ich noch einmal einen Hunger krepieren werde. Na, was ist? Die Russen versuchen, den Drahtverhau vor der zweiten Linie zu verstärken. Aber unser Artilleriefeuer liegt gut. Lass mich mal. Na, hoffentlich kriegen wir nicht die Antwort von oben. Infanterist Schweig meldet sich gehorsamst aus österreichischer Kriegsgefangenschaft zurück. Schweig, Sie verdammter Kerl! Man hat mich aufhängen wollen, weil ich, Herrich, unsere Majestät den Kaiser verraten hab wollen. Was reden Sie da? Es war ein Irrtum, Herr Hauptmann. Ja, sind wir aber froh. Es wäre mir auch sehr verdrießlich und unangenehm,
wenn ich meine werten Dienste unserer Kompanie entziehen müsste. Melden Sie sich bei Feldwebel Wanneck. Schweig! Herr Leutnant! Wenn Sie so weitermachen, wird es mit Ihnen ein schlechtes Ende nehmen. Herr Leutnant, wenn man sich in militärische Kreise begibt, muss man mit solchen Möglichkeiten rechnen. Gewehr liegen! Das sind blöde Hunde, sind das! Ergebt euch! Gibt's! Hurra! Herr Oberleutnant! Die Russen haben sich ergeben! Wir säubern den Friedhof! Hier nach! Zweimal zum linken Fenster! Also so aufstehen. Seht nach, ob noch Munition rumliegt. Nur noch einer. Hier sind auch noch zwei. Los, weiter. Dann gehen wir, gehen wir. Hier da. Schalt die Gewehre auf. Der Ballon. Und das gerade ich hat erwischen müssen. Kamerad, man hat uns geopfert. Psst, bleib ganz ruhig, bleib ganz ruhig. Ich werde dich verbinden. Wo ist denn die Sache? Mach dich an, Wichser. Da ist schon. Einen solchen an Hunger habe ich. Im Lazarett werden sie dich schon ausfinden. Versuche ich im Lazarett. Zeig mir! Du sollst nicht so brillen. Sie möchten dich schreien hören und auf ihn schießen. Du bist mir ein feiner Soldat. Das soll der Soldat besonders gern haben, wenn der Feind auf ihn schießt. Mit jedem Schuss verringern sich die Munitionsvorräte vom Feind. Also nach meiner Ansicht ist der ganze Weltkrieg ein Blödsinn. Hast du Familie? Frau und drei Kinder. Und da kannst du glücklich sein. Da hast du wenigstens jemand, der was nicht beweint. Hör auf. Weißt du, wenn du eine Leiche bist, eine Leiche der Familie, dann sind die Familienbande zerrissen. Aber du bist ein Held, weil du bist gefallen für eine größere Familie, für das Vaterland. So steht's im Eid. Ich scheiß auf den Eid, wo ich doch zu Hause eine Wirtschaft habe. Scheiß lieber auf die Wirtschaft. Und Fall für seine Majestät und seinen Kaiser. Wenn uns der Kaiser wenigstens besser füttern möchte. Nein, nein, ein Soldat vor der Schlacht, der kehrt überhaupt nicht gefüttert. Du, ich vertausche schnell, Kamerad. Bei mir bleibt nie was lang im Magen. Ich fress dir meinetwegen eine ganze Schüssel Gnädel mit Schweinern und Kraut. Und nach einer halben Stunde scheiße ich dir nicht mehr als drei Suppenlöffel. Aber alles andere geht in mir verloren. Hm? Ja. Lass sie zum Seil! Schluss, geh mal. Die Blasen zum Sammeln. Komm, wir müssen gehen. Weil sonst gewinnen die den Krieg ohne uns. Was, wenn wir zurückgehen möchten? Wenn wir zurückgehen möchten, dann möchten sie uns wegen Feigheit vor dem Feind erschießen.
Die werden sowieso auf uns schießen. Ich spür's im Kreuz. Weißt du was, Palo? Ich geh voraus und du? Du folgst mir hinterdrein, damit du sie niedermachen kannst, wenn sie auf uns schießen. Na komm. Na.